So, Kenas, es geht weiter mit No Man's Sky. Wir sollen ja heute diesen Resonator bauen und ja, genau das wollen wir tun. Dafür werden wir, aber bevor wir den, wir sollen nämlich zur Raumstation dafür reisen. Vorher möchte ich noch, wir hatten ja irgendwo hier noch einen Monolithen, den wir, oh, nicht schon wieder feuern, Sascha, nicht schon wieder feuern. Das habe ich beim letzten Mal schon in Teufelsküche gebracht. So, ich will hier zu diesem Monolithen noch eben und noch ein paar weitere Wörter erlernen. Muss aber tatsächlich vorher. Ah, ich habe Inventar. Im Inventar habe ich Platz. So, denn hier lerne ich drei neue Wörter, weil hier sind ja immer drei Wissenssteine und vermutlich kriege ich irgendeinen coolen Bauplan. So, das Wort für Echos haben wir erlernt. Das Wort für Daten. Warte mal, was bist du denn? Haben wir bereits entdeckt. Und wir lernen das Wort für Energie. Ja, letztes könnte ganz gut werden. Ich sehe eine seltsame Vision. Blaues Licht dringt aus dem Monolithen, als wäre in seinem Inneren ein Vorhang gefallen. Ich höre ein sanftes Gebrabbel von Stimmen und spüre einen vertrauten Geruch im Wind. Ich kann mich nicht an mein Zuhause erinnern. Aber ich weiß, dass diese Tür dorthin führt. Ich sehne mich nach einer Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnere. Jeder Zoll meiner Seele möchte den Sprung zurückmachen. Ich blicke in den Himmel und die Unendlichkeit dahinter. Kann ich wirklich meine Reise aufgeben, obwohl sie gerade erst begonnen hat? Hier widerstehe ich tatsächlich meiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Oh, ich erhalte eine Belohnung dafür, dass ich standhaft geblieben bin. Ich hätte natürlich jetzt auch hier in der Erinnerung schwelgen können. So, unser Ansehen bei den Korvax hat sich verbessert. So, okay. Oh. Ja, mit euch lege ich mich nicht nochmal an. Keine Sorge. So, dann reisen wir. Oh, wir kriegen ein neues Korvax-Gehäuse. So, dann würde ich sagen, ab ins All wieder. Ich meine, da hinten sind noch so viele Sachen zu erkunden. Ich weiß das. Können wir da hinten zumindest in die Richtung fliegen? Vielleicht sehen wir, was hier vorne ist. Vielleicht ist das ja was Cooles. Oh, was ist das? Sekunde, das habe ich jetzt nicht gesehen, was das war. Noch mal zu circlen über dem Ding. Angucken. Weißt du mal, wir landen mal ganz kurz hier. Auch wenn ich gerade sehr, sehr schräg lande. Was ist das denn? Also zum einen haben wir hier einen Speicherpunkt. Das ist immer gut. Wenn man sich einmal auf so einen Planeten einlässt, da gibt es keinen Morgen mehr. Aber was ist das denn hier? Das sieht interessant aus. Das ist eine offene Rettungskapsel, ne? Oh, ein Anzug-Upgrade. Oh, geil. Wir haben einen neuen Platz im Anzug. Ja, natürlich nehme ich den an. Hallo? Geile Scheiße. Geile Sache. Ja, hat sich ja gelohnt, hier hinzukommen. So, wir müssen jetzt echt zu dieser Raumstation. Aber ist echt das Problem. Weißt du, man hat Ziele. Ich glaube, ich habe schon vor drei Folgen gesagt, ich möchte diesen Hyperantrieb bauen und ja, man kommt einfach nicht dazu, weil immer irgendwas anderes passiert. Was ist da hinten für eine Leitsch? Nicht dieser Planet, ja, Raumstation. So, fliegen wir mal ins All. Ich hoffe, diesmal kann ich tatsächlich meinen Hyperantrieb wieder nutzen. So, wir sind im All. So, wie lange brauchen wir dahin? Ups, nicht wieder eintauchen, nicht eintauchen. So. So, jetzt funktioniert mein Impulsantrieb auch wieder. Wenn wir nicht von Wächterjägern gejagt werden, dann ist das alles kein Problem. So, da auch, oh, das ist direkt der Eingang vor uns. Nice. It's a nice. Da fliegt vor uns noch jemand rein. Ach, hier sind schon wieder so viele schöne Schiffe, die mich anteasern und sagen, unsere Schiffe sind schöner als deine, Sascha. Guck dir das mal an. Ach, herrlich.
Gut, wir sollen da oben hochgehen. So. Okay, haben wir so einen komischen Händler. Die elektronische Lebensform unterbricht ihre Arbeit, blickt auf und konzentriert ihr Maskenlichter auf mein Helmvisier. So, hat wieder eine Bitte. Sie bittet uns um Treibstoff, um Heilung. Achso, wir können bitten. Ich bitte um Heilung. Vielen Dank, lieber Roboterkopf. So, jetzt müssen wir hier an den intergalaktischen Markt. Wo wir eigentlich unten schon waren, also das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Warum wir hier oben. Aber wir können direkt mal was verkaufen, wenn wir hier sind. Diese Korvax-Hülle kann ich direkt verkloppen. So, aber wir müssen, hier kann man wahrscheinlich diesen Resonator kaufen, vermute. Ja, da ist er. Dynamischer Resonator. Gekauft. So, hätten wir das auch. Units, wertvolle Elemente und seltene Gegenstände in galaktischen Handelsterminen verkaufen. Ja, okay. So, jetzt ist die Frage, kann ich den, das Ding schon bauen? Kann ich. Kann ich. Da ist der Hyperantrieb und der ist direkt geladen. Oder ist er nicht geladen? Ne, ich brauche Warpzellen. Wie kriege ich denn Warpzellen? Hyperantrieb auftanken. Wie tanke ich den jetzt auf? Uff, das tat weh. So. Auf dem Planeten dein Raumschiff. Wie lade ich dich auf, lieber Hyperantrieb? Sag mir das mal. Sekunde. Können wir mal schauen. Womit leben? Ah, mit Warpzellen, genau. Ach, die Dinger hätte ich mal verkaufen sollen. So, ich übertrage die mal ganz kurz. Dimensionale. Ist auch ein Verbrauchsgut zum Handeln. Okay. Sekunde, ich übertrage mal eben Zeug an den Anzug. Sekunde, die Rohstoffe kommen mal ans Schiff. Dann kann ich nämlich eben noch das Zeug verkaufen. Da wird mein Inventar auch ein bisschen leerer. Verbrauchsgut zum Handeln. Also gut, zum Handeln bedeutet nicht unbedingt zum Verkaufen, muss man an der Stelle sagen. Aber das hier steht begehrtes Gerät auf dem galaktischen Markt. Was heißt das? Nehme ich mit. Verbrauchsgut zum Handeln. Die Perlen behalte ich, glaube ich, mal. Sekunde, dann gehen wir doch nochmal da eben kurz hoch. Vielleicht kann ich dieses Zeug für einigermaßen gute Preise verkaufen. Ja, ich habe übrigens auch, und das wurde ich auch gefragt, ich habe einen Vorbestellercode. Mit dem kriege ich eine gewisse Anzahl von Credits und, glaube ich, ein Schiff. Aber ich habe den bisher noch nicht eingelöst. So, Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. So, da haben wir die Dolche. Oh, beide bringen uns 40.000 Credits. Verkaufe ich. Und wow, diese Matrix bringt uns 30.000. I like it. So. Ja, Rest behalten wir. Na gut, Rest behalten wir. Gut, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie stelle ich denn diesen Warp-Kern her? Was brauche ich dafür, bevor ich jetzt wieder runtergehe? So, Warp-Kern. Antimaterie brauche ich dafür. Wo kriege ich denn jetzt Antimaterie her? Sekunde, kann ich Antimaterie vielleicht auch kaufen? Oder denke ich da gerade zu einfach? Let's have a look. Kaufen. Suspensionsflüssigkeit, Energiespeicher, Theorem, oh, Titan haben wir hier, das brauchten wir auch für irgendwas. Weißt du was, ich kaufe mal kurz die Titanvorräte hier. Gecknip, schade. Na gut, ich vermute, dass das Spiel wird mich weiterführen und mir sagen, wo ich, ja, die Sachen dafür kriege. Oh, vielleicht sollte ich in mein Schiff reingehen und nicht unbedingt in ein anderes. Geldmacher. Wir haben 100.000 Credits gemacht auf dem intergalaktischen Markt. Ja, finde ich ganz cool, diese Meilensteine, die man kriegt. Das ist was ganz Nettes. So, ja, starten wir mal. So, und ich hoffe natürlich, ich kriege angezeigt. Warte mal, der führt mich wieder zur Raumstation. Ah, Raumschiffscanner L3. Scanner wird aufgeladen. Eingehendes Signal. Genau, da unten müssen wir hin. Signal folgen, um zur Lebensform zurückzukehren. Okay.
Dann tun wir das mal. Dass wir schnell auf den Planeten kommen. Boah. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, wie ich gerade hier, in welchem Winkel ich hier down gehe. Aber ich verlasse mich einfach mal auf die Bremse meines Schiffs. Beziehungsweise die Schubdüsen. Ja, guck mal, wie ein Profi gelandet, muss man sagen. So, warte mal, ist mein Inventar einigermaßen leer? Ja, okay. Gut, gehen wir nochmal zu dem Kerl hin. Warum bin ich eigentlich so klein und du bist so groß? Die elektronische Entität bombardiert mich mit Wörtern, die wie Dutzende unterschiedlicher Sprachen klingen, und verfällt in Schweigen, als sie merkt, dass ich nichts davon verstehe. Kurz wirken die Lichtmuster auf ihrem Visier wie ein Augenrollen. Dann übergibt sie mir eine weitere Nachricht von Nada und Polo und eine Ampulle mit Antimaterie. Die kann ich verwenden, um eine Warpzelle herzustellen. Ich versuche, meinen Dank auszudrücken, doch das Wesen interessiert sich nicht für mich, da es seine Aufgabe ausgeführt hat. Gut, wir kriegen also die Antimaterie hier. Ich weiß immer nicht, wer Nada und Polo sind, sagt er. Doch nun kann ich sie lokalisieren. Ja, sind zwei weitere Wörter, die wir natürlich gelernt haben. So, okay, und jetzt können wir die Warp-Zelle herstellen. Ups, wenn wir hier nicht Anzeigefehler hätten. So, Warp-Zelle. Zack. Richtig, hergestellt. Dann geht's wieder raus. Nicht hier, sondern da geht's raus. Kann ich dir hier noch deine Blümchen klauen? Nee. So, also wir haben die Warp-Zelle. Das heißt, wir können den Hyperantrieb aufladen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und damit können wir schon mal tatsächlich zu anderen Sternen reisen. Ja, und ich glaube, man kann natürlich Ewigkeiten auf einem Planet verbringen, aber ich bin natürlich schon gespannt, was das Universum noch zu bieten hat. So, laden wir mal auf. So. Ab in die Atmosphäre. Ach, das ist so schön, wenn man die Atmosphäre verlässt und im Hintergrund den, den Planeten sieht. So, galaktisches Reisen ist aktiviert. Oh, ist das eine Sonne? Ist das ein Landflare? Ist das hier J.J. Abrams oder ist das die Sonne? Ich weiß gar nicht, dass es Sonnen gibt. Ja, zum Öffnen der galaktischen Karte unten drücken. Ja, und jetzt kommt das ins Spiel, was ich, glaube ich, schon erwähnt habe oder sogar gezeigt habe, dass, ja, ich weiß nicht, wie viele Planeten auf uns warten, aber, viele. So, okay, nächstes System, wo wir hinreisen, hat wieder vier Planeten, einen Mond, er hat noch niemand vor uns entdeckt. Kann ich weiterreisen oder ist das hier tatsächlich momentan der Weg vorbestimmt? Okay, so weit komme ich nicht. Ich könnte natürlich einfach, also ich folge natürlich jetzt dem Weg ins Herz der Galaxie. Ich könnte auch sagen, warte mal, ich kann hier scannen. Ich könnte natürlich auch sagen, ich mache was ganz anderes. Also folge jetzt nicht diesem Weg, weil wir haben oben, also momentan folgen wir dem Weg ins Herz der Galaxie. Es gibt aber auch diesen Freiflugmodus. Und ich glaube tatsächlich, dann kann man anwählen, was man möchte. Ich das jetzt hier mal auswähle. Ja, da, okay, Warp-Reaktor. Okay, also das heißt, man braucht tatsächlich, ich denke, man muss erstmal ein bisschen so diesem Story-Pfad folgen. Dann tun wir das doch einfach mal. Wenn er denn möchte. So, wir warpen jetzt einfach. Ich weiß, wir könnten hier bleiben und der Planet war super interessant. Es gab so viele Behausungen. Aber ich bin gespannt, was uns quasi am anderen Ende des Regenbogens erwartet. Also auf jeden Fall schon mal eine gute Lichtshow. David Guetta und Skrillex wären sehr stolz darauf und sehr neidisch. Ja, dauert aber schon seine Zeit. Wahrscheinlich muss erst alles neu erstellt werden und berechnet werden. Das könnte natürlich jetzt sehr gut sein.
Okay. Wir kommen... Oh. Wir landen hier scheinbar direkt neben der Space Station. Wow, hier muss ich mal... Oh, wow. Aber das sieht nach einem blauen Planeten aus. Oh, oh. Und hier springen fremde Schiffe neben mich. Sekunde, aber ich wollte mal eben sehen... Ach, wir sollen eh in die Space... Oh, guck mal hier. Der Traveler von Destiny ist zurück. Willkommen zu Destiny 2. Ja, wir müssen das Antimaterie-Rezept... Ah, okay. Wir kriegen jetzt also quasi die Sachen, damit wir uns selbst Warp-Zellen herstellen können. Na, wenn wir bedenken, dass wir ans andere Ende des Universums kommen sollen, dann sind natürlich die Warp-Zellen das A und O. Da bin ich mal gespannt, was man da am Ende für Komponenten braucht und wie aufwendig das sein wird. Kein Punkt hier. Habe ich mich verguckt? War es vielleicht was hinter mir? Sekunde, wir gehen mal ganz kurz hier rein. Oh, wer bist du denn? Oh, du bist neu. Dich kenne ich noch nicht. Ew. Yikes. Deine Mutter war auch eine Avocado, oder? Alter, mach mal den Mund zu, Buddy. Die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm nähere. Er holt tief Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn oder seine Sprache weiß. Er denkt einen Augenblick nach, packt daraufhin mein Multiwerkzeug und bellt mir dabei immer wieder reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Zeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, die Ruhe zu bewahren. Normalerweise habe ich nichts dabei. Ich kann ihm nichts geben, weil ich nichts habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, ich denke tatsächlich, ich hätte draußen scannen müssen. Ich musste gar nicht in die Space Station hier, sondern ich musste sehr wahrscheinlich draußen einfach scannen, um mir dieses Rezept zu beschaffen. Ich glaube, ich habe jetzt einfach einen Fehler gemacht. Wir verlassen den Hangar. Oh, guck mal. Nicht nur wie... Oh, wir kommen eher raus. So, wir aktivieren mal den Scanner. So, Fabrik entdeckt. Die ist... Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Da, auf dem kleinen Planeten. Ja, dann machen wir unseren Hyperantrieb an. Impulsantrieb. Ich habe schon wieder falsch gesagt. So, fliegen zur Fabrik. Und da kriegen wir das Antimaterie-Rezept. Das ist doch schon mal sehr gut. Aber ich habe das Gefühl, ich schieße gleich so ein bisschen unseren Planeten hervor. Ich versuche irgendwie noch hier gerade den Kurs ein wenig zu korrigieren, aber das möchte nicht so ganz klappen. Was der Weg aber auch so weit sein, weil ich kann mal hier... Oh, ich bin sogar falsch, merke ich gerade. Da ist er... Hä? Da ist die Fabrik. Okay, da hat sich ein Planet hinterm Planet versteckt. Aber ist die Frage, ist das jetzt der kleine? Oder ist es der große? Ja, es ist der kleine. So. Ich bin jetzt aber schon richtig, ne? Ich muss das doch gerade nur mal... Sekunde, ich richte mal daran aus. Ja, okay. Jetzt haben wir es. Und der Planet sieht wieder relativ felsig aus. Ich hatte mal gehofft, dass wir vielleicht auf einen grünen Planeten treffen. Aber hat ja auch nichts zu bedeuten. So, oh, wobei der ist ein bisschen... Oh, da hinten sind aber auch Strukturen, sehe ich jetzt schon. Cool. Oh, ich habe natürlich am entferntesten Punkt Ne, ich muss da... Lass mich mal hier. Giftige Wolken. Das ist wahrscheinlich nicht... Oh, das ist nicht ganz so geil. Giftige Wolken und Regen und... Ist das auf einer Plattform? Weißt du was? Ne, ich lande auf dem Ding drauf. Das ist mir... Wenn das hier so giftig ist, kann ich hier doch nicht drauf landen? Mal gucken. Aber interessant. Viele, viele Pilze. Viele, viele bunte Pilze. So, kann ich mir sicher auch scannen. Habe ich ja noch nicht entdeckt bisher. Mal gucken, was ihr seid. Ja, und keine Sorge, ich lade natürlich die einzelnen Entdeckungen immer hoch.
So, da fliegen wieder ein paar Wächter umher. Oh, ist zu? Verstärkter Stahl. Oh, zu. Warum komme ich hier nicht rein? Kann ich die zerstören? Soll ich die zerstören? Vielleicht soll ich mir dafür besser mal ein Upgrade in meiner Waffe. Ich hatte doch diese ganzen... Hier. Plasmawerfer. Strahlenverstärker. Warte mal, ist hier irgendwo ein Speicherstein? Einfach zur Sicherheit. Da vorne ist nämlich einer, weil wenn ich jetzt hier die Türen einreiße, dann will ich schon wissen, dass ich einigermaßen sicher bin. Aber tatsächlich, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, weil wir sind wieder bei 20 Minuten. Das ist eine ganz gute Zeit pro Folge. Viel länger sollen die nicht werden. Und ja, beim nächsten Mal werden wir hier die Tür eintreten, würde ich sagen.